Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir haben beim letzten Mal zum Ende hin hier dieses Banditenlager auseinandergenommen und werden jetzt anfangen, als allererstes hier die Aufgaben bezüglich der Medical Supplies abzuschließen. Dafür müssen wir als erstes einfach einmal hier raus. Waren wir da nicht schon? Wir waren doch da schon. Keine Ahnung, warum das wieder erneut hervorgehoben wird. Lass uns einfach mal da kurz trotzdem hinfahren. Einfach mal nur, um zu gucken, warum das nicht verschwunden ist. Und das heißt, 1 von 3 haben wir und 3 Punkte werden trotzdem angezeigt. Wird einfach nur vollständigkeitshalber, aber wurde das schon immer so gemacht? I don't know. Whoopsie daisy. Dann stand die hier so mitten in der Pampa landen zu sehen. So, hier wird wohl erneut das hier vorgehoben. Und damit haben wir 2 von 3. What? Könnte ich jetzt einfach immer wieder hier rein und raus springen und so das immer wieder bekommen? Hm. Okay, ich würde sagen, das nächstbeste wäre wirklich am besten hier erst hinzugehen, das eine hier abzugeben und mit der anderen Sache zu sprechen. Und dann erst hier rüber zu gehen. No? Come on. Yes. So hier ist. I've analyzed the scans you sent me. I found something odd. Each scavenger's neurons were firing at an abnormal rhythm. What does that mean? It's only a theory, but I think some people are more susceptible to complications that can happen during the cryo process. Their neural paths were altered in cryo sleep. It's not curable, but I've developed a serum that should subdue the symptoms. I left it at the paradise. When you pick it up, I'll tell you what to do. Okidoki. Meine, wir sind theoretisch im Paradise. Gucken wir mal ganz kurz, wie das aussieht. Okay. Go to paradise wegen water supply. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Quest ist. Ha. Huh. Mein Level ist Wurst, ist klar, aber halt. Now that we're back here, we should dig around for info on Anea's water. Maybe her office? Ja, sure. Was erstes hier. Okay, wurde einfach da abgestellt. I'd like to test this serum on a live subject, but we need a good candidate. Scan the scavengers at the paradise again. I'll tell you when I see a potential. Erstmal hier. Welcome to the paradise. Thanks. So, what do you think? What do you mean, what do I think? I mean, look around. No guns, no blood, no violence. Outside the gates, you're on your own. But in here, you're safe. Anyone violates the peace, they have to answer to me. Being able to maintain control here must be difficult. These people need me. They need what I sell, so they behave, or they're out. Now, what can I get you? How can I help? Just let me know. You have a pretty good attitude for a place like this. I've got nothing to complain about. I'm rich, and no one messes with me. Most powerful woman on Elidon. Yeah? I don't mean to brag, but absolutely. What else is here? I'm a businesswoman, not a tour guide. But I'll tell you what I know if it suits me. You get along with the Krogan? Everyone comes to Elidon with the dream of leaving, except me and the Krogan. They built their colony into a sinkhole. Smart. Keeps it cool enough for them, I guess. They have their own water? Unfortunately for them, no. But Morda and I get along well, so far. What can you tell me about that derelict ship? Ah, you came here to get killed, did you? Scavengers are trying to pull it apart, is all I know. I don't go near their claims. They shoot on sight. Who lives on this planet? Desperate folks, mostly. Misfits, some. Those that can't get along in the regular world. Or people willing to make a profit off that desperation. Like you? Careful, sweetheart. You want to keep me on your good side. There's a place they call the Flophouse, east-ish of here. Den of murder and misery. You should pay it a call. Already did.
What can I buy? I don't know. What do you have to trade? Mostly I sell water, but you should go out to the tanks if you want that. Is there anywhere else on the planet to, I don't know, find water? Not really. And if I don't like the look of you or you get on my bad side, then no water for you. Na, das missfällt mir natürlich schon. So ein kleines bisschen. This is a mod slot augmentation. You may apply one such augment to a gun during development process, um zwei Mods zu bekommen. Oh, super. Irgendwas Interessantes hier. Automatically improves torque in 6-wheel drive. Ich meine, man müsste eigentlich schon fast gucken, dass man den Spaß hier irgendwie gleich mit immer kauft. Improved Boost, klar, warum nicht? Und so ein paar Sachen hier mitzunehmen. Okay, dann irgendwelche Mods nur, irgendwelche Farben, die mir egal sind. Und der Rest ist einfach nur irgendwelches Verarbeitungszeug. Alles klar, dann nehmen wir das einfach so mit. So, aber das hat mir jetzt diesbezüglich nicht weitergeholfen. Ich dachte, man sollte mit der reden. Find her office. Knows about a water source. Rather than share its location, she sells water. Who then live and die by her whim. Looking into the situation would probably benefit all involved. Man muss jetzt einfach nur gucken, was passiert, wenn ich das jetzt hier ausgewählt habe. Achso, oben drüber. Okay. This is Ania's office. Coast is clear. Get on getting that door open. As expected. It's locked. A scan should tell you how best to proceed, Pathfinder. Does it now? Come on. Du siehst aber trotzdem, dass hier halt jetzt so hervorgehoben wird, aber wir müssen da erstmal weiter. Hinten hin. Come on, bleib doch nicht an allen hängen, bitte. Danke. Das ist hier was zu sagen, ja, tatsächlich. Got the code for the office door. Ach, sehr lustig, dass es so im hintersten Eck versteckt wird. Angaran Computers. Datapad. I told you we can't do this during the eclipse. Those scavs are getting smart and they will expect us to move while it's dark. We have to be very careful around the entrance to the lake now, because I have seen them in the area. If they get their hands on advanced scanning tech, they might even notice there's something underground. Use distractions and misdirection to lead them away from the reservoir. I planned out some routes. The map marker and nav points are attached. An underground lake. That's where she's getting her water. Got the nav point. Let's get out of here. Kann ich das hier noch mitnehmen oder darf ich mir das nur angucken? Ich darf mir das scheinbar wirklich nur angucken. Das ist ein Ding, das wirklich so hervorgehoben wird wie, hey, du kannst es looten, aber ich komme nicht an die Sache heran. Great. So, bevor wir Get to the Water Supply machen, wollen wir natürlich definitiv noch einmal hier mit scan das hier, aber dann ist ja noch die andere Mission, dachte ich, wo mit dem Kollegen hier unten nochmal reden soll. Hm. Ist wohl immer so abgeschlossen? I just got a call from Isabel. She's coming back with me. I don't know how you managed to find her, but thank you. She's a handful, Kent. Keep an eye on her. I know that better than anyone. I'll make sure she stays out of trouble. Thanks again, Pathfinder. Good luck. Okay. Dann haben wir mal Zeug. Hier damit. So, mal gucken, ob uns das Spiel wirklich einfach zu dem nächstbesten hier gleich hinbringt, der für dieses Serum da genutzt werden kann. I didn't do it. Didn't do nothing. Okay, you didn't do anything. Good. Tell them that when they come.
Nothing at all. Nothing at all. There. He's perfect. You'll need his permission to administer the serum. We won't force it on him. You should. Hey there. Don't know what they told you. I don't have nothing. I just want to give you this medicine. It might make you feel better. Feel better? Haven't felt this good in years. I don't want your blasted medicine. If you take this, you can feel normal again. Start your life. A life of serving the Nexus? Of being bored out of my mind? No thanks. I'm free as a bird now, and damn, it feels great. Just leave me alone. Leave all of us alone. We're happy just how we are. What if your brain decays more? You can't live like this. Just take the serum. And if I say no? I won't make you, but you'd be making a big mistake. You're a pain in my ass. Fine, give me the stupid thing. Finally. I take it, you leave me alone. Now shove off. Okay, good, great. Not the first patient I've had who resisted treatment. Are they really happy this way? It's their sickness talking. Is it? I wonder. I'll monitor his progress and send you my findings. Thanks, Ryder. Na gut, damit haben wir auch das geschafft. Jetzt gehen wir dann nochmal in das Büro rein. Um mit ihr zu reden, genau. Nicht, dass das Ganze bloß einfach mal aktiv, je nachdem, wie das von der Distanz jetzt ist für das nächste Quest, kann man das ja vielleicht kombinieren. You've survived the gang leaders and the worm so far. I'm impressed. What happened to the other salvage runner? Lieta? The Angara? Who's asking? I am. Lieta's dealt with enough. She doesn't need a Pathfinder poking around. She has a friend here. He wants to make sure she's okay. Yeah? Where was he when Lieta was in trouble? Just tell me where she is. I don't know. Her ship was gone, so I flew her to Kadara. I didn't ask questions. Talk to Colt Dalton if you want to know more. He's the docks manager on Kadara. She had to go through him to get anywhere. Take it easy. Always do. No, it's gonna happen. Keine Lust jetzt da, den Planeten zu verlassen. So, gucken wir mal ganz kurz. Wir haben Medical, wir haben Locate Crashed Ship und dann da Water Supply. Also ich denke relativ offensichtlich, das müssen wir vermutlich am Ende gar nicht mehr machen. Aber wir werden jetzt... Dankeschön. Wir werden es jetzt so abarbeiten und dann zu der Hauptmission übergehen, die wir eigentlich jetzt schon die ganze Zeit machen wollten. Great. Und great. Noch mehr Boost kann nur besser werden. You're having some experience on the team. Bunch of baby faces. I've eaten things older than all of you. Noch immer das ist. Watch out for the sinkhole. Yes. Sind nicht hier zum ersten Mal. Scavenger set up a dune camp. Stay on guard. Oh no. Scavengers. You're approaching the refuge of Dirk Barrett. We are not hostile. Repeat, not hostile. Please do not shoot. Don't trust everything you hear out here, kid. Good point. Pathfinder, I'm Dirk Barrett. I speak for everyone you see here. I'm glad you're hearing me out instead of shooting me in the face. It never really hurts to listen. I agree. Most of the people who live here don't, as I'm sure you've noticed. They kill anything that moves, including each other. Long-term prospects for survival? Zero. Me? I haven't lost my mind. I don't want to die. Neither do these people. That's why I need your help. Well, I am the Pathfinder, and I'm pretty sure my job description includes help people survive in Helios. So, shoot. What do you need? First, we need to move. This shelter is small and can't be fortified. Another gang has taken over a base about 20 clicks from here. Beautiful setup they don't know how to use. Idiots taking apart the walls for scrap. If you can help us clear them out,
I think we'll be good. I'll see what I can do. Thanks, Pathfinder. Anything else you need to know, just ask. You and your crew aren't as violent as the other scavengers here. From the start, Elodin was about how much firepower you had. Got firepower, you can take what you want. Resulted in lots of people using their guns to get bigger guns. Eventually, I had to step back and think about what I really wanted out here, and how to get there. Turns out I wasn't the only one. Why did you come to Elodin? Seemed like a good idea at the time. Yeah, I know. Not the smartest move. Kadara bothered some people. Sloan muscling her way into Angara territory. I guess some of us wanted to start with a clean slate. Too bad I got shit on so fast. If you manage to get a fortified base, what then? Trade, hopefully. We know the Krogan are out here. Once we're set up, we'll try to make contact. Maybe if we're really successful, the other exiles will come around and join us. I just know that anarchy is unlikely to get us very far. We need people working towards the same goal. I like your optimism. That's the stuff we need to really make it work out here. Yeah, well, I'm a romantic at heart. What can I say? I'm not stupid. I know it's not going to be painless. But, as they say, if you're going to die, better die trying. Nothing else right now. I'll head out. Alright, won't keep you. Na, mal gucken, ob das sich dann irgendwann mal rächen wird oder ähnliches. Ich glaube auf jeden Fall hier euer Zeug erstmal ganz kurz. Dankeschön. Ich dachte, das wäre hier schon die Basis. Gerade vor allem, wenn man dann halt... Oh, und das ist wirklich hier außen entlang. Wow. Wollte mir schon sagen, da hinten ist was zu sehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich etwas ist, was man betreten kann. Scheinbar schon. Das ist ein extrem... Ich kann nicht über, wie viel hier zu lernen ist. Cutting edge of remnant research. Ist das neu? Maybe it's the 1,000 years talking, but all this feels familiar. Ich denke, das ist das, was mir so ein bisschen sogar tatsächlich an dieser Wüstenwelt gefällt, dass man tatsächlich das Gefühl bekommt, es ist eine endlose Wüste. Er ist sehr groß, dann halt hier diese Bereiche, wo man definitiv nicht reinplumpsen möchte. Natürlich muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, ob dieses Upgrade uns wirklich irgendwie weitergeholfen hat. Im Endeffekt haben wir diesen Boost ja auch nur bekommen dank der Mod, die ich installiert habe. Und ich meine damit für das Spiel installiert habe und nicht im Spiel installiert habe. Ist hier gerade irgendwo einer runtergesprungen? Tatsächlich, ja. Ups, das war volle Möhre daneben, aber ich habe scheinbar trotzdem was getroffen. Oh je, die Tür ist aufgeschlossen. Hooray! Muss ich kein irgendwelches anderes Spielzeugfeuer betätigen. Okay, sweet. Damit haben wir das abgeschlossen. Keine Ahnung, ob wir das irgendwo abgeben muss, aber wir machen einfach weiter. Ich hasse es, wie lange ich hier so überhaupt nichts sehen darf. Ich sehe weiterhin so überhaupt nichts. Ist das Absicht? Ja, jetzt kann ich langsam wieder was sehen. Also, ich verstehe nicht, warum man das so gemacht hat. Man jedes Mal eine Flashbang entgegengeworfen bekommt, nur wenn man aus dem Menü rausgeht. Irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie uns langsamer gemacht hat. Vielleicht täuscht es, aber ich hatte das Gefühl, dass auch unser Turbo sich mit der Mod schneller aufgeladen hat.
Das ist auch nicht, dass es so. How old are you, BB? 100 and change. You're just a young one still. Hey, I've seen some shit. Not saying you haven't. You just got a lot of years ahead of you. Make sure you enjoy them. Oh, hey, hi. Meh, meh. Ich weiß nicht mal, wo die sind. Oh, ich habe das Ding mehr oder weniger in die geparkt. Hooray! Greetings. Prevent the crash, Survivor. Oh, ach so, weil da noch mehr kommt. Weiß ich. Did it. Your timing is impeccable, Pathfinder. Another minute and those scavengers might have been wearing our skins. Nasty crash. Are you guys okay? Minor injuries. As long as we can get a shuttle out, we'll be fine. I don't suppose you could call for help. Of course. Sam, relay this location to the Tempest and get them to send a shuttle. Done, Pathfinder. Help is on the way. We'll just wait here till our ride comes. I don't expect we'll run into any more trouble. Thank you again. Surprise, Worm. Okay, weil das Level bis ins Wurst ist, gut. Und ja, gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt zu dieser Water Source uns begeben. Warum folgt ihr uns? Ich wollte jetzt eigentlich sehen, ob die mir meinem Fahrzeug hinterherlaufen. Hehe. Was ist immer, die drehen sich aber immer erstmal wieder so weg, als wenn, oh, ja, jetzt müssen wir hier nicht mehr hinterherlaufen, laufen aber hinterher. Okay, fahren wir einfach mal los, gucken, wo wir uns dahin begeben. Wir wissen, es sind ja scheinbar irgendwelche anderen Leute in der Nähe. No, come on. So, Achtung auf das Vieh. Keine Ahnung, ob es uns auf uns zukommt, aber es ist irgendwie in der Luft. Einfach alles überfahren. Pathfinder. Ryder. Any assistance I can offer? We were just about to pack it in. We were looking for a good water source for the colony. No luck, though. We've no idea where the merchant at Paradise is getting hers. A lack of reliable water might be a problem later. Yeah, and we don't have any choice but to trade with Ania. I'd ask for help, Ryder, but I'm not sure how you could. Anyway, we should head back. Be well, Ryder. Finde ich lustig, dass die auf der Water Source sitzen und es nicht geschafft haben, da was zu finden. Gerade vor allem hier. What? Und ihr wundert euch, warum ihr nicht überleben könnt, oder wie? Scan for informations. Sure can do. Wenn ich folge logischerweise einfach hier dem. How did a scan not pick this up? This water is clean of any sulfur or other harmful chemicals, likely drawn from deep underground aquifers.
Huh. I wonder what the Remnant Builder's plans were. I'm disappointed, Pathfinder. I thought you were someone I could trust. I welcomed you into my home, and you repay my kindness by robbing me. You were hoarding water, threatening the survival of every person on this planet. Self-defense. It's you people, you Vesagara, who threatened me. My brother tried to help your people when they first came here. He showed them where to find shelter, allowed them to take freely from our water tanks. He was killed for his trouble. I won't be as foolish as Asgar. Don't you think you're headed toward the same fate by restricting access to a necessity? If I die, so do they. There's not enough surface water on Elladan. These scavengers respect no one, not me, not you. But they do respect the planet. As long as they need me to survive, they live by my rules. You want me to forget everything I've seen? Exactly. You say nothing. You allow me to protect myself and my home how I want. You expect me to do this just because you asked nicely? Your Nexus needs resources to survive. Elladan is rich in those. What I gather, I will share, just so long as Elladan remains mine. How long have you known about this water? Asgar and I found it years ago, on a mining expedition. The Remnant nearly killed us. I knew, even then, that I wanted to keep it a secret. It gave us an advantage. It took time to convince Asgar, but he came around eventually. I made him promise. By keeping this secret, you're preventing anyone from establishing a real home here. I've allowed your Krogans to stay. It shouldn't be about what you allow. It's not up to you. So now I have to sit by and watch you destroy everything I've built. I will hound you every step of the way. This isn't over. Get them! Kill them if you can! If you can, eh? She'll put someone trustworthy in charge of the trading post. Sam? As you wish, Pathfinder. I have relayed the information to the Nexus. Let's hope this works out for the best. Okay, und die ist einfach weggelaufen. Okay. Mal gucken, ob sich das uns irgendwann... Oder ob die irgendwann versucht, da irgendwelchen Scheiß noch zu machen. Aber ich kann es mir kaum vorstellen. Okay, sehr gut. Dann check in with Nexus Officials at the Paradise. Okay, das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir da daran vorbeikommen. So, jetzt werden wir hier erstmal einfach weitermachen. Wir müssen natürlich erstmal jetzt hier hoch. Zu unserem Fahrzeug. Okay, die Raid-Sachen hatten wir abgeschlossen. Ich würde trotzdem sagen, dass wir... hier so ein bisschen diesen längeren Weg einschlagen, einfach nur um die Sachen hier mitzunehmen. Weiß nicht, wie sehr wir das tatsächlich brauchen werden in der Zukunft. Man weiß ja. Immer irgendwelche Kollegen am Spawn. Sky is an odd color. Though I guess my eyes are the strangers here. The sky is what it is. No, it's pretty weird. Why? It's blue. Das weiß ich jetzt noch nicht so richtig, was die gewohnt oder nicht gewohnt sind. Ja, dann werden wir gucken, als nächstes da reinzugehen. Falls es überhaupt so ablaufen wird. Worm. I don't see it. Or
Automated protocols activated. There it is. Deploying forward station. What I wouldn't give to study that thing. Yeah, that's ziemlich freaky. Okay, dann gehen wir hier hin. Und dann danach zu dem Derelict Ship zu begeben. 95% haben wir schon Viability hier erreicht. Also wirklich mit gut dabei. Ich gehe davon aus, würden wir jetzt hier irgendwie den Außenposten erstellen wollen, wäre das mittlerweile bereits kein Problem mehr. Health Promise. Nee, das ist der langsame. Ich wollte nur mal ganz kurz testen, ob wir nicht sogar vielleicht im falschen Modus drin waren. Nicht der Fall. Natürlich, jetzt leider noch mal so ein bisschen Umweg nehmen. Ich habe es hoffentlich. Nice to see you don't pull your shots when we're fighting your precious remnant. Can't study them if they kill me. Okay, und jetzt geht's hier endlich hin. Oh, da ist auch schon sofort der Eingang. Detecting deep seismic activity in this area. That thing is massive. I wonder what brought it down. Wanna bet we're gonna run into a bunch of angry remnant? Yep. I wonder if remnant get cranky. Scavengers have been trying for months to get salvage from this place. Guten Tag. Na schick. Watch out, that's a field of death. What now? Okay, also irgendwer ist hier am Reden und ich sehe aber niemanden. Ist hier irgendwas Interessantes, Relevantes? Nee. Mich einfach aus und lang schleichen. Und schon sind die Turrets kein Problem mehr. There's more around every corner. Watch your six, am I back? Ja, hier ist wirklich viel los. Hat man ein bisschen an der Karte ja schon vorher sehen können. Ah, wäre schön gewesen, wenn die sich vielleicht noch so ein bisschen mehr auseinandergenommen hatten oder hätten, aber ging ja alles in Ordnung, ohne größere Probleme. Okay. Okay, let's find these gloves. Oh boy. Okay. You should now be able to interface Pathfinder. Hooray, we did it. Nice. Dankeschön. Hab ich lange für geschnitzt. Okay, the derelict ship's drive core. Ich finde schade, dass wir so überhaupt kein Licht anmachen, aber für diese eine kleine Kabuchte da am Anfang schon. Oh, so cool in here. So nice. Aladdin's a mystery to me. It's hellish, hot, lawless, crazy, murderous. Never mind the water mafia.
Gotta be a big reward for those scavengers to put up with the risk. Information from Kadara lists raw materials from Remnant architecture as extremely profitable. There's a lot of damage in here. Better watch our step. Hopefully we can find a route to the drive core, then get out of here. Uns kurz aussprechen lassen, dass ihr nicht irgendwie das Video überlappt. Oder wie auch immer. Brücke. Yep. Ist das still works. Any theories about this ship? You mean the crash? Scourge fried the guiding system, or I don't know. Everything? That's a safe bet. But where's the crew? What happened to them? And where did they come from? This ship suggests they aren't from Helios. True. Ich meine aber halt, die ganzen Tempel, die hinterlassen worden sind und so weiter, sind natürlich trotzdem vorhanden. Und haben Einfluss auf die Planeten. Oh boy. Heads up! Maybe this place isn't functioning as well as we thought. If that also means the killer box, I won't complain. Aha. Was sagst du jetzt? Wow. Okay, das Spiel ist dafür nicht gemacht, dass man hier höher springt durch die Mod. This is probably the access terminal for the drive core. Why yes, Ryder, I think you're right. Talking to yourself, Ryder? Yeah, I am. Okay, just checking. The drive core's not here. Someone's been here, but they didn't come in the way we just did. Couldn't have. Ship is pretty busted up. Someone found another way in. That's what we get for coming in the right way. So, who has it? Scavengers? Gotta be. When I find the scavenger scum that has my drive core... Okay, I might be taking this too personally. Let's hunt them down. Find an alternative exit. Da, wo es rot vielleicht ist. Huh, I don't think these belong here. Flares? That's not Remnant tech. The intruders must have entered from this direction. Das klingt hier schon wieder funky. More flares. Seems like the right direction. Very kind of these thieves to leave us a clear trail. Pretty handy. I'd hate to get lost in here. I do absolutely. Okay, jetzt. Ja, schön. Die anderen machen ja auch relativ gut mit. Das ist kein Problem. Aber hier ist schon wieder irgendwas. Moment. Ja, gut. Ich wollte ganz kurz so ein bisschen warten, aber nur zu sehen, weil da abgeht es auch wieder ein Gegner. Wir haben uns noch nicht so angezeigt, wie man sich das vielleicht wünscht. Welche Dead Scavengers auch immer er jetzt hier gerade meint. Und ich sehe nur die Viecher hier. Okay. Meint in mir zu spawnen. Alles klar. Die Dinger sehen relativ funky aus. Observer Creator. Ah, nee, danke. Das können wir also wirklich nicht hier brauchen. Aha. Und da sind sie also reingekommen. So this is
how they got in, whoever it was. Wasn't Morda who took the drive core. If she knew about this entrance, they wouldn't try to break in. Finally, back out into the bright, bright, scorching light of day. Meh, better than rain. We've got a lock on your position. Sending down a forward station. Nice. Suvi, Sam's uploaded a signature from the Remnant Drive Core housing. Can you trace it? Tricky from our position. It won't be a full scan. Give me whatever you can. We need to find out who stole it. Scavenger scum. Okay, think I've got something. I've updated your nav system. Vielen Dank. So, dann lass uns mal die Norman wieder rufen. Ja, gut. Und dann trace the path. Okay. Das Lustige ist, hierhin teleportieren ist vermutlich noch cleverer und schneller. And energy signature will help us find the drive core? The drive core emitted a unique reading that I haven't encountered before in Remnant Tech. It took a great deal of power to run that ship, whatever its purpose. Suvi, keep your eyes on this and give us an update when we get closer. Don't want to overshoot. Also auch interessant zu hören, dass der Drive Core anders ist. More than one. For sure this is the right spot. Pathfinder, that signature Sam uploaded for the missing Remnant Drive Core. It's near your present location. Scanning the area should narrow the search radius. Thanks, Suvi. Sam, scan the area. These scavengers are scum, but also desperate, and desperate is bad. Wow, hi. What's this thing worth to them? Their friends died for it, so a lot. Bleib doch nicht vor den Dingern stehen. Immer die Dinge immer kaputt gehen. Aufpassen, es sind zwei. Einer, keiner. Scan for this drive core. Scan is complete. By my calculations, the drive core is here. Wait until Morda sees us with her drive core. Okay. Drive core here. Suvi? Sam? What's going on? The drive core was here, Pathfinder. By the strength of the signature, not long ago. We've got the Nomad. We'll catch them in no time. Maybe I should drive. What? No, I'm driving. Let's get back on the trail. Ryder, what if Morda has the drive core? Took it from the scavengers. Suvi, scan the planet. Is the drive core at the Krogan colony? Doesn't look like it. However, I've identified a new area to check out. Thanks. Keep an eye out for any other anomalies with that signature. Ich fand's lustig, dass PV einfach ignoriert worden ist. So, nach da unten jetzt. So. Eine Sache will ich ganz kurz überprüfen. Achso, das ist die Outpost-Sache. Okay, wenn wir da in der Nähe sind, könnte man das vielleicht kombinieren. Aber vielleicht dauert es auch einfach zu lange. Denn ich will nämlich eigentlich jetzt hier definitiv für heute die Aufgabe auch abschließen. Alles andere kann man dann danach noch machen. Ich bin wirklich gespannt, was danach wirklich noch kommen wird. Wir haben noch das Drive-Core-Reading, right? Wir müssen es zurückbekommen. Es klingt so ein bisschen wie, als hätten wir so für eine halbe Stunde, Stunde, drei Jahre was anderes gemacht und wird immer hervorgehoben, oh ja, das existiert ja auch noch, nicht wahr? Wink, wink. Natsch, natsch. Map, map. Great. Nearing the new area where the signature for the Remnant Drive Core was detected. Looks like we missed the action this time. I think I know these Krogan. They aren't Morda's group. Why don't we scan the bodies before they turn to dust? Or we do. Throat recently slit. Aha. Wie auch immer es möglich ist, dass mehrere Leute hintereinander stehen, scheinbar so angegriffen worden sind.
Concussive trauma. Ow. Now it's the time to attack. Genau. Ryder ist angeschlagen. Pathfinder, I'm scanning the unique signature from the drive core, but it's clearly not here. Yeah, I got that part. Which is why I specified clearly. It's too hot to chase these thieves all over this planet. Drive core must be powerful to be worth killing and dying for. And the winner here took off with it. Seems to track. We should look for another clue to where they were headed. Exact. Drop the drive core at our op space. Don't get followed. This is priority one. Als hätten wir das schon mal gelesen. Why would you ever write down your password? Because humans aren't all that smart. Oh cool, hey! Es ist die Flophouse-Sache. Zum Glück haben wir die Sache mit dem Flophouse ja nicht schon mal geregelt gehabt. Deswegen, da wäre cool gewesen, wenn man gesagt hätte, hey, man hätte es einfach vorher finden können. Upsi. Gerade vor allem, weil wir auch... Goddammit. Ich könnte ja verstehen, wenn man sagt, man hätte mehrere hundert Sidequests zwischenzeitlich gemacht oder ähnliches, da wirklich ernsthaft sich irgendwie ausgelockt in der Zwischenzeit. No, wir sind immer noch an dem gleichen Quest. Here we are. Barrett wants this place. Oh, wow, what? Also für angeblich dumme Kinder, die nicht wissen, was sie machen, haben sie hier immerhin eine Hydra am Start. Nice. Dass er sich gegen das Ding im Nahkampf anlegt, finde ich beeindruckend. Ich meine, wir sollten trotzdem vermutlich gucken, uns zu beeilen. Mal ganz kurz hier wieder hinwerfen. Oh cool, das Ding wird nicht aktiviert, weil ich zu weit weg dafür bin. Hi. Die haben lange gebraucht, um auszusteigen. Ich dachte auch schon hier wieder, dass das gebuggt wäre. Na, 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 na. Sehr gut. What are you guys doing? Ich stehe hier eh nur rum. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die dann uns ja eh noch angreifen werden. Of course. Klang irgendwo, als wäre auch noch eine Tür aufgegangen. Nice. There's a lot of them. I understand why Barrett needed us. Versuchen Sie, dass wir das auch einfach wegfliegen lassen. Pilot scheint einer der mit sichersten Berufe hier zu sein, solange man nicht für die Guten arbeitet. Time to fight. Ach so, da kommen die angelaufen, oder wie diesmal. Wie immer die Sharpshooter gar nicht erst leben lassen. Und dann gerade so ein Blödsinn nicht einfach passiert. For the move immediately. Come by when you can. We might have some stuff hoarded around here that you could use. Barrett out. Okay. Dann jetzt wieder zurück zu der eigentlichen Aufgabe.
Und zwar hier. Pathfinder, I detect broken scavenger machinery ahead. But what about that sweet drive core? So logischerweise, ich weiß ja weiterhin nicht, wie man da offiziell hinfahren soll. You want my advice? Take notes as you go. Otherwise you sort of lose track of it all. 1000 Jahre, ja, definitiv. Manche Leute können sich nicht mehr daran erinnern, was sie vorgestern gegessen haben. Ich verstehe nicht, warum das Ding Flophouse und dann auch noch einen extra Namen hat. Ich denke, Flophouse ist schon ein extra Name. If this is the every criminal for herself kind of place, we better keep our heads down. You ever hear the saying, honor among thieves? People say that? Still? Wir waren hier schon mal. What? Am I missing something? Why am I here? Hier? Soll man irgendwo in eine Höhle rein? Das wäre irgendwie nachvollziehbarer. Oh, da ist tatsächlich eine Höhle. Glaube ich nicht, dass mir das beim ersten Mal aufgefallen ist, als wir hier waren. Mäp. Okay, das ist immerhin etwas. Wir sollten uns vermutlich eher für Kämpfe vorbereiten. Treffen würde helfen. These were the guys with Strux. What are they shooting at us for? Hiding something? Like a drive core for instance? Mm-hmm. Double cross and grant. What now? That's the last of them. Let's find that drive core. Mal zugeben, so sehr sie halt sagen, warum schießen die auf uns? Gefühlt haben wir das Feuer eröffnet. Deswegen alles, was irgendwie rot ist, wird uns einfach entgegengeworfen und wir schießen lustig drauf los. Oh, hi. That looks kinda silly. So Strux took the drive core? Not scavengers? Not Morta? I think I feel used. But I'm not sure for what. Drac, any ideas? A few. Clan Jorgal is the worst. Unbalanced, unreliable. You think maybe Strux wants to build a bomb? Or just sell it on Kadara? But then why hide it here? I don't know, but I can't wait to find out. This is serious. Political double crosses involving enormous bombs piss me off. Drac, do me a favor and don't spill this to the Krogan yet. I want to talk to Morta and Strux face to face. You got it. Gil, I need you to send an ops crew to this location. They're picking up a remnant drive core. Got it. Will do. Sam, change the passcode on the door to this place and transmit it to Gil. Keep that tech safe. It might be the most powerful thing we've found. We just picked up amazing rem tech, but all I can think about is a shower. Waste of water. What you need is a good old-fashioned Krogan dust bath. Bist du ein Chinchilla? Okay, damit haben wir das. So, jetzt ist natürlich die große Frage. Was geht da zwischen diesen beiden Personen ab? Denn man hat so ein bisschen mitbekommen, dass Morta nicht pro Nexus war. Aber dann auch jetzt hier das mit dem anderen Kollegen mitzuerleben, also ich traue auch dem da nicht. Dementsprechend weiß ich einfach jetzt nicht, was wirklich passieren wird. Okay, wir dürfen einfach rein. So. Kann man hier irgendwie wieder leicht hinfinden? Und die andere Sache mit diesem komischen Extra-Computer, das hatten wir auch noch nicht irgendwie jetzt hier machen können, ne? Weiß nicht, wo man da hierfür hin musste. Achso, ich glaube, da weiter oben muss man in die Ecke hier. Sogar hinter dem Schiff selbst. War nochmal was. Machen wir da auch beim nächsten Mal. In the ring.
Hello, Nexus. You're back. I am. Strux tells me you went to get the drive core from my Remnant ship. That's true. And that you sold it to scavengers who took it off-world to make a profit. For you and them? It was gone when I got there. Not possible. I had blasting teams there day and night. Clan Nakmor is a joke. The losers of Chechanka and now the losers of Helios. Overlord Morda has lost the drive core, and our colony is doomed. You're all talk, Jorgul Strux. I made this colony. If there's an Overlord, they should be from the oldest Krogan blood, Clan Jorgul. Watch, I'll rescue the drive core and make us so powerful that the Nexus will bow down to us. Except you can't, cause we have it. Oh, Drac! I wanted to see how long before he hung himself. What do you mean you have it? I'll let the Pathfinder answer that. Strux brought me here on a lie. He paid scavengers to take the drive core and then killed them for it. I'm impressed, Strux. You're more cunning than most Clan Jorgul. Smarter, even. Nakmor arrogance. My father lowered himself to join your clan because he admired your grandfather. He was laughed at, called not worth killing. But now I've bested you, Morda, and Clan Nakmor will pay with blood. You put the colony at risk over a grudge you carried across dark space? You really aren't worth killing, Jorgul Strux. Get out. Take your goons with you. Now where is the drive core? Hand it over. Just like that. Hand it over? It's incredibly powerful. We'll use it to power the colony. This'll put us ahead by decades. Ryder, that's unique Remnant tech. If you keep that drive core, it's over between the Krogan and the Nexus forever. You have to give us something for it. It's only right. We did get shot at. A lot. What about joining our colony with your outpost? Give us the drive core and we'll be friends. New T'Chanka and Nexus. Keep it, and you've created a sovereign Krogan nation. We don't abide by Nexus laws or owe you anything. Even peace. Ryder, I must point out that historically, unchecked Krogan advancement has been the cause of war and disaster for many, even the Krogan. Well? Hier ist natürlich auch ein bisschen fies, dass die Auswahlmöglichkeiten nicht das sind, was sie normalerweise sagt. Dementsprechend, wir wollen meines Erachtens den Drive Core nämlich geben, um auch unseren eigenen Außenpost zu erstellen, einfach weil wir damit weitere Quests haben, die wir abschließen können. Und ich denke, falls man tatsächlich in die Zukunft guckt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass hier das eine der mit wichtigsten Entscheidungen ist, wenn man verhindern möchte, dass die Krogan auf einmal einen wieder Probleme bereiten. Okay, Morda, let's work together. You can have the Remnant Drive Core. And you can set up your outpost here, Nexus. We're all going to be friends and prosper, right? You bet we are. Whenever you're ready, bring your outpost people here, and they'll be welcome. This is a great day, Morda. We'll contact Addison and give her the news. Good luck, Overlord Morda. Pathfinder, this location is ideal for outpost placement. You can call an outpost via the beacon. I kinda guess that, thanks. Ansonsten natürlich darf man anmerken, wie schlecht diese Kampfsequenz zwischen den beiden war. Es hatte so ein bisschen was von Garry's Mod, wo wirklich man halt den einen Arm von dem Modell nimmt und gegen den anderen wirft, während der andere Arm dann kurzzeitig noch rechtzeitig nach oben gehalten worden ist. Das war meines Erachtens nicht wirklich gut. So, ich würde natürlich trotzdem ganz gerne jetzt hier noch diesen Außenposten erstellen, wo ich wirklich überrascht bin, dass der hier wirklich neben T'Chanka erstellt wird. Und ich muss wieder herausfinden, wie zum Kuckuck hier rauskomme. So, und nächstes Mal wissen wir müssen hier runter. Und dann werde ich vermutlich auch einfach den Teil von hier irgendwie starten oder ähnliches. Kann ich mich hier irgendwie hochschummeln? Beinahe. Hurra! I don't know where we are. Hurra! Da, jetzt sind wir hier wieder. Nice. So, die Sache mit dem Rechner ist irgendwie immer noch aktiv. Hier, what? Return the research. What? Where? Wir haben das schon gemacht und was war denn das da oben?
Warum ist das da oben nicht mehr da? Was? Dr. O'Keefe's important. Thank you for bringing me the data. Now I can continue the work of Dr. O'Keefe. The Krogan will be great again. Okay, let me know how that goes. Wie das irgendwie verschwitzt, hat irgendwer anders meinen Spielstand weiterspielt. Ansonsten sieht es ziemlich cool in grün aus. Also die erste Farbe, wo ich sagen muss, ja, das sieht sogar relativ gut aus. Okay, lass uns unseren Außenposten noch schnell. Das ist nicht mein Fahrzeug. Ich meine, ja. In dieser Welt nicht überraschend. Ja, und wenn wir dann natürlich hier diesen Außenposten dead, probably, otherwise you wouldn't have. Das wird ein merkwürdiger Außenposten. Aber vielleicht ist es wirklich genug, um hier was hinzuplatzieren. Confirmed. Calling outpost. You really did it. Almost a civil war, and you brought them back. But it's all about the resources. No poetry, right? I considered the Krogan a permanent loss. Too many egos involved. Thankfully, my ledgers don't care how they get filled. If I can retroactively call the Krogan colony an outpost, that's a win. But that practicality is not universal. Tan will hate this. I'm not interested in opinions that don't see the value here. Good, because there will be a lot of them. But not from me. This is the last one, Pathfinder. The last golden failure we thought we'd lost. You did it. And it will undoubtedly draw one of Dr. Kennedy's trackers. Search the Zalbre system. She and her child are still a priority. But for now, I need your voice to remind them what this meant. Get the flags waving. This seems more important than that. It's about setting a tone, not telling the whole story. The first thing we did when we arrived in Andromeda was splinter. But the initiative spirit kept going. Not only are the Krogan back in the fold, they've shown how we can build. New T'Chanka. Harsh, but a home. One for the records, Pathfinder. Addison out. Addison flip-floppt aber auch für mich so jedes Mal hin und her zwischen What is going on with you? Chrome Boy? Come here. Hast du einen Hund hier versteckt oder warum sagst du Nexus, komm hier? Er heißt zumindest Boomerang. Könnte tatsächlich ein Chromhund sein. Who knows? Okay, das haben wir wirklich mehr oder weniger aus dem Nichts gezaubert. Hier hat sich jetzt unser Schiff hinplatziert. Ich denke, sicherer als im Paradise. Da dürfen wir dann auch später nochmal hin. Wir haben hier wirklich jetzt einiges nochmal so ein bisschen vor, was wir dann beim nächsten Mal machen dürfen. Aber hey, den letzten Außenposten erstellt. Das heißt also, wenn wir dann jetzt hier vermutlich beim nächsten Mal versuchen, dann alle verbleibenden Sachen noch abzuarbeiten, haben wir vielleicht für den Teil danach vielleicht schon wieder den Punkt, wo wir ernsthaft zu dem nächsten größeren Storypunkt übergehen. Wenn nicht sogar vielleicht sogar schon zum Finale. Rack. Und da. Das ist meine Plattform. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.